Hallo Leute und willkommen zum neuen Part Minecraft. Und zwar ein kleines neues Projekt, was ich mit ein paar Freunden mache. Ich spiele hier oft auf so einem Server, den ich gemacht habe mit denen. Und ich weiß noch nicht, ob die Bock haben, hier mitzumachen. Auf jeden Fall werde ich ein bisschen alleine aufnehmen, um, naja, Sachen vorzubereiten, wenn sie wieder online kommen. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall Parts mit denen machen, aber das wird erstmal der erste Part ohne die. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil ich habe jetzt schon ein bisschen was gefarmt. Aber ich muss sagen, es ist von Anfang an langweilig gewesen. Wir haben bis jetzt nicht viel gemacht. Wir haben nur ein paar Gegner getötet, waren so ein paar Höhlen drin, ein paar Erze haben wir gesammelt. Es war nicht viel bis jetzt. Und ja, so richtig beginnt es erst ab jetzt. Ich werde erstmal noch keine Namen nennen, weil ich halt nicht weiß, ob die eigentlich da drauf Bock haben. Ich hoffe schon, dass das klar geht für die. Wenn nicht, dann müssen wir halt alleine filmen. Und wir hatten, also ich hatte am Anfang eigentlich ein anderes Projekt geplant. Wobei, nein, eigentlich nicht. Das wäre schon schlecht gewesen, weil da waren wir weiter. Nur auf diesem Server kann ich irgendwie nicht mehr spielen. Ja, da hängt sich mein Minecraft auf. Ich habe keine Ahnung warum, aber das ist echt nervig. Und wow, Diamanten, yay. Wir haben Diamanthaus gefunden. Nehme ich auf jeden Fall mit. Wir haben Gott sei Dank Keep Inventory drin, das heißt, es ist nicht schlimm, wenn wir sterben oder so. Und sonst eigentlich nichts. Ja, wie bei jedem Let's Play werde ich die unnötigen Parts rausschneiden. Also dort, wo ich jetzt länger nichts sage oder nichts zu sagen habe, das werde ich dann einfach rausschneiden. Ja, hallo. Tschüss, du. Eigentlich brauchen wir das Eisen nicht. Da haben wir schon genug, aber ich nehme alles mit. Oh, Gold. Ich habe keine Ahnung, wofür wir Gold brauchen, aber Gold trotzdem. Ich werde auch wahrscheinlich Lapis Lazuli sammeln, weil ich habe eh schon eins, aber einer auf dem Server, ich weiß nicht, was der damit will, mit dem ganzen Lapis Lazuli, aber was willst du? Er liebt Lapis Lazuli, auch wenn wir nicht mal ein Enchanting Table damit haben, um irgendwas mit dem machen zu können. Der will es einfach nur haben. Apropos Enchanting Table, sollten wir auch bald machen. Ich habe noch nicht wirklich gute Rüstung, nur diese Anfang-Rüstung, die man bekommt. Weil die Pegasus-Boots, die sehr hilfreich sind. Ich habe auch so einen Heroes-Bow bekommen. Bomb. Geh weg. Das passiert, wenn ich die zu lange in der Hand gehalten hätte. Ich wäre einfach in die Luft gegangen. Bei euch in der Aufnahme ist es wahrscheinlich hier gerade alles sehr dunkel. Deswegen ich den Part einfach mal, wo ich durch die Höhlen gehe, ein bisschen schneller mache. So, ich gehe jetzt. Mal Selbstmord, weil ich an die Oberfläche muss. Dann kann ich euch schon alles mal zeigen. Das ist meine Base bis jetzt. Es ist gerade Nacht, deswegen lege ich mich mal schlafen. Und ja, es sieht ganz nett aus. Ich habe hier halt meine Kisten, meine Öfen, mein Bett. Weil wir
haben zwei Mods dabei, und zwar die The Mr. Free of Mods. Bald die Mr. Crayfish Furniture Mods, weil ich die noch hinzufügen will. Ja, und die, ja, die Zelda Source Girls Mod. Mit der, wie halt, dieses normale Zelda halt zusammen. Ich hab die hier, diese Maske. Das sieht so bescheuert aus. Was ist das hier für eine Gestalt? Ich zieh's mir jetzt nicht an, vielleicht schenke ich sie irgendwem, der es haben mag. Aber ich, ja, keine Ahnung. Ja, ich hab hier ein bisschen Blut, nicht viel. Dieses Schwert benutze ich in Notfällen. Ich will das noch aufheben. Weil es ist echt stark. Und ich habe nicht viele Serene Officers, wo ich das bekommen kann. Weil ja schon relativ viele an der Gegend sind. Und wir haben noch Essensmangel. Sehr. Was aber nicht mehr so ist, weil ich jetzt eine kleine Hühnerform habe. Und ein Feld. Wir spielen der Version 1.7.10, ja. Die und ja, das ist halt noch wirklich das Alte, das ist schon lang her. Das war so eine Version, da habe ich nicht angefangen, ich habe sogar früher angefangen, aber das ist schon lang her. So. Jetzt mal hier den Wohnungen. Dieses Haus, da wohnte ich früher. Da habe ich aber alles mitgenommen und bin umgezogen, weil die ich nicht will, dass die wissen, wo ich wohne. So tun sie noch nicht. Hier und der andere wohnt hier oben auf dem Berg. Und ganz hinten. Da brauchen wir jetzt ein bisschen dorthin zu gehen, auch wenn es jetzt nicht so weit ist. Das ist einfach, das ist ein Haus auf einem Baum oben. Ja, da. Okay, ich dachte, es wäre weiter weg, als es jetzt eigentlich ist. Und ich schaue mal, ob der Loot hat. Weil die beiden haben nichts in den Kisten. Wie kommt man hier hoch? Ja. Toll, der hat nicht mal eine Kiste. Oder hat er die nach oben gegeben? Er hat wirklich keine Kisten. Ah ja. Es sind auch überall diese komischen Strukturen. Ich habe keine Ahnung, was die sind. So. Eigentlich habe ich für diese Folge gar nichts Besonderes geplant. Ich hatte einfach nur Lust, hier gerade mal so ein kleines Video aufzunehmen. Mein letztes Video, was eigentlich nur ein Scherz war, ist schon wieder sehr lang her. Da, keine Ahnung, war ein kleiner Troll. Ja, aber ich will nicht aktive Videos machen. Ich sag das und es wird nicht passieren. Das ist einfach so. Es ist immer so. Ich schreibe die dann wahrscheinlich nochmal auf Discord an. Ob die irgendwann auf den Server kommen. Und vielleicht vorher nehme ich heute Abend schon gleich einen Part 2 auf. Das werdet ihr dann eh merken. Ich werde wahrscheinlich in, ich weiß nicht wie lange ich brauchen werde, um so ein Video zu schneiden. Ich weiß auch nicht wie lang das Video werden soll. Ich meine gerade hier bei meinem Aufnahmeprogramm. Ach du Kacke. Ich nehme schon 10 Minuten auf. Also die Zeit vergeht viel zu schnell beim Video aufnehmen. Ich glaube so eine... Ein Video sollte so 20 Minuten werden mit Schnitten. Das ist so eine okaye Videolänge.
ist auch erstmal nur der Einstiegspart. Ich meine, alleine kann ich jetzt eh nicht so beeindruckende Sachen machen. Aber wenn dann Freunde und dann kommen, dann werde ich euch mehr zeigen können. Es tut mir sehr leid, ich kriege keine Schweinchen, aber ich habe wenig Essen. Die lasse ich eh noch. Oh, noch ein paar Schweinchen. Was? Black Knights? Oh, ach so. Ich weiß es, wer der Black Knight ist. Natürlich. Zelda. Was sonst? So, gibt's hier irgendwo einen Dungeon? Wo wir schon mal drin waren. Wo so ein Black Knight war. Da haben wir uns reingebohrt. Ja, dort vorne. Ist auch sehr schlau von mir, dass ich einfach kein Essen mitgenommen habe. Hier ist das Hühnchen. Das bringt gar nichts. Was, Hunger? Wie gemein. Ja, hier ist es. Es kommt. Ich habe hier nichts zum Braten. Keine Sorge. Hier den Sprung schaffen wir. Da war so eine Kiste drin in der Mitte, in dem Dungeon. Und da haben wir schon alles rausgenommen, weil der Ritter ist verdammt langsam. Das konnten wir schon alles nehmen. Da waren unter anderem dann diese Schuhe drin und ein Schlüssel, das Schild, sowas halt. Und das ist der Black Knight. Und ich weiß nicht, wie wir den besiegen können. Weil eigentlich muss man ja auf seinen Rücken schlagen. Aber das klappt irgendwie nicht. Besonders nicht, wenn man alleine spielt. Oh! Fallen ab. Kann ich irgendwas mit diesem Bumerang machen? Es bringt gar nichts. Ich kann ihm keinen Schaden hinzufügen. Fireball Wand. Das hat ihn unter Brand gesetzt. Oh, das klappt. Oh, okay. Ich glaube, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ist nur so eins Theorie. Ich muss mein Essen braten. Wieder eins mitnehmen. Ich weiß auch nicht, was ich noch an meiner Base so ändern soll. Ich meine, es reicht. Vom Platz her und so. Und sie wissen noch gar nicht, wo ich wohne, die anderen. Und ich werde sie noch nicht sagen, weil die sollen jetzt nicht wissen, wo mein ganzer Loot ist. Ich meine, die haben fast gar nichts. Paladin? Viele Monster sind hier. Ein Paladin. Oh Gott. Ich sehe halt nicht mal diesen Namen von Paladin, wo der ist. Ich würde gern gegen Paladin kämpfen. Ich will so dieses Paladin-Schwert haben, das ist extrem gut. Besser als das Onyx-Sword. Oh. Ja, sehe schon weg. So, ich bin hier bald oben. Wow. Der Typ hat 3 Kohle in seinem Ofen. Dein Ernst? Mann, der hat gar nichts. Oh. Ach ja, stimmt. Ich kriege hier gar keinen Fallschaden. Ich könnte jetzt hier einfach so runterspringen. Ich bekomme keinen Fallschaden. Keine Ahnung wieso. Das ist halt so. Vielleicht wegen dem Pegasus-Boots. Kann alles sein. Da oben ist eine Höhle. Schön. Schauen wir mal rein, ob da was Wichtiges ist. Aus der Höhle habe ich gerade mal 20 Kohle bekommen. Naja, wenigstens mehr als eine Kohle.
für die nächsten Parts würde ich mir wahrscheinlich auch eine Liste machen von Sachen, die ich abarbeiten will, weil es gerade eigentlich nur ich renne rum und schaue, irgendwas dort ist, was ich gebrauchen könnte. Ich mache jetzt noch eigentlich gar nichts. Wir haben hier auf der Welt schon Stronghold gefunden, nur ich habe keine Ahnung mehr wo. Und wir haben nicht mal Enderaugen, um das Stronghold zu benutzen. Das heißt, es bringt uns nichts. Und dieser Enderman nervt. Na ernst, komm her! Ja, endlich! Ich krieg nicht mal seinen Grasblock, komm schon! Das ist ein gemeines Spiel, das hasst mich. War nur ein Creeper. Bin ich irgendwie komplett behindert oder was? Was hab ich gerade getan? Da ging noch einer hoch. Keine Ahnung, wo der war, aber es ist so. Ich gehe mal lieber nach Hause. Nicht, dass mich hier noch die Monster fressen. Ich meine, ich habe jetzt nicht die beste Rüstung. Ah! Nein! Nein, 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 nicht der schon wieder. Nicht der schon wieder, nicht der schon wieder, nicht der schon wieder. Töten. Schnell. Was machst du? Da oben auf dem Baum, wollte ich sagen, aber wir haben ihn. Was? Was war das? Was? Was explodiert hier die ganze Zeit? Da war noch kein Creeper in der Nähe. Ich habe keine Ahnung, ich will jetzt einfach nur nach Hause. War nicht, dass jetzt vor dieser Tür so ein Creeper steht. Oder mehr. Oh, ist gar nichts. Oder doch. Nee, ich gehe jetzt nicht raus. Ich gehe jetzt auf gar keinen Fall raus. Essen. Ich verlasse das Haus nicht, bis es Tag ist. Das kann ewig dauern. Endlich sind die Monster weg. Wir haben alles erreicht, was wir machen wollten. Also nichts. Ich lege mich dann mal ins Bett und wünsche euch auch eine gute Nacht. Tschüss.